Hallo Leute, ich bin schon wieder mal eben ein Video nachschieben, weil ich einen Kommentar auf meiner Seite hatte, wo ich das Unboxing gemacht habe für das neue Paket von KMT, das Überraschungspaket, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. KMT, ich weiß, dass ihr auch meine Videos schaut, zumindest einige von euch. Und da war die Anfrage, Philips hatte doch mal ein Problem. Und zwar ging es darum, dass die Geräte einen Isolierschaum oder einen Dämmschaum drin hatten, der sich aufgelöst hat, der dann in die Luftzufuhr für den Patienten gelangt ist und sich dann da aufgelöst hat. Das ist natürlich keine feine Sache, das ist richtig. Daraufhin habe ich mir aber gedacht, um dieses Ganze dann aus der Welt zu schaffen, fragst du direkt mal bei KMT nach. Ich habe dann mit dem netten Herrn, der mir solche Sachen hier zur Verfügung stellt, hier schöne Dreamstation, ihr seht das so. Ja. So, das ist die Dreamstation 2, Auto CPAP, nachgefragt, weil mich das auch selber interessiert hat, weil ich schon 2 Nächte damit auch geschlafen habe. Ich habe nichts festgestellt, dass ich was im Hals habe und. Und er hatte mir das erklärt. Ich nenne ihn mal den Herrn M. Und er hat mir das bestätigt, dass es da was gab in den USA und auch hier in Deutschland, dass sich das aufgelöst haben soll und dass es da einen Schadstoff gab. So. Das betraf aber zum größten Teil die DS1 und auch die DS2 der Anfangsserie, nenne ich es mal. So hat das mir zwar nicht gesagt, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Und der hat mir dann auch erklärt, dass Philips da richtig gearbeitet hat und ein neues Isoliermaterial entwickelt hat im Labor und. Und dass dieses Material in diesen neueren Geräten, die dann produziert wurden, nicht mehr verbaut wurde, sondern eben das neue zertifizierte Material, was hier drin ist. Klar, wenn man einmal erst einen Ruf weg hat, ne, wo es dann heißt, ja, da war ja Schadstoff drin und gerade das, was aus den USA kommt, das wissen wir ja alle, das ist da dann, ja, ganz schnell ist dann so eine Marke schlecht geredet. Und wie gesagt, das ist hier in dieser DS2-Serie, die jetzt auf dem Markt ist, nicht mehr der Fall. Man hat diese neue Isolierung bzw. Dämmmaterialien dort eingebaut in diesem neuen Teil, in dieser neuen Station. Deshalb ist es nicht mehr schadstoffbelastet. Ja. Das gleiche ist mit der Brandgefahr. Es gibt keine Brandgefahr bei dem Gerät. Zumindest habe ich nichts davon gemerkt. Ich habe das auch den schon getestet, wie gesagt, und habe dann immer mal nachts, wenn ich wach wurde, ich werde öfters wach, trotz CPAP oder APAP-Therapie angefasst. Es ist alles kühl geblieben am Gerät. Also zumindest an meinem Gerät, was ich jetzt hier habe, ist sowas nicht passiert. Ich werde das auch die Woche durchtesten, das Gerät noch, um da eventuelle Sachen, die mir persönlich nicht so gefallen an dem Gerät, dann aufdecken. Auch bei dem Netzteil, ich hole es mal hierher, was ich hier habe, ne, das hier, das ist das Netzteil von Philips, das steckt ständig in der Steckdose, ich kann es anfassen, es wird nicht warm. Da gab es mal, um das mal zu sagen, um Philips vielleicht auch ein bisschen den Rücken zu stärken, gab es mal von Löwenstein eine Geschichte. Und zwar war das bei dem Prisma Smart, was ich damals hatte, ein reines CPAP-Gerät. Heute bin ich auf APAP umgestellt worden. Gab es mal Netzteile, die wirklich Feuer gefangen haben. Ja, ich hatte so ein Netzteil zum Beispiel an meinem Gerät, da war ich in der Reha auf Norderney. Und wenn mich jetzt einige hier drum beneiden, Norderney, schöne Insel, ich finde die toll, aber das soll jetzt nichts zur Sache tun. Das war kochend heiß und ich habe mit diesem Gerät die ganze Etage totgelegt, weil es einen Kurzschluss hatte.
Und ich mir dann kurzzeitig, Gott sei Dank, gab es in der Reha dort ein Schlaflabor, mir ein Gerät leihen musste, um damit zu arbeiten. Muss aber auch dazu sagen, ich habe Löwenstein angerufen und die haben schnellstmöglich reagiert. Es kam ein komplett neues Gerät, nicht nur das Netzteil. Die Netzteile sind dann ausgetauscht worden. Ja, da gab es keinen großen Skandal. Nur mal so viel dazu. Ja. Da wurde mir von einem Techniker gesagt, ja, die Netzteile sind deshalb schadhaft, weil in Taiwan, haben wir schon wieder, in Taiwan falsche Chips verbaut wurden. Ja, eigentlich hätte ich das gar nicht erzählen dürfen. Aber egal, jetzt wisst ihr's. Und ich denke mal, einige, die Löwenstein haben und zu der Zeit auch diese Geräte mit dem Netzteil gehabt haben, wurden da angeschrieben, beziehungsweise es wurde stillschweigend ein neues Netzteil zugeschickt, was dann anders gearbeitet war. Habe ich auch eine ganze Zeit benutzt, da war das dann nicht mehr warm. Also das Netzteil, was ich hatte, war richtig kochend heiß. Ja, da hatte ich schon Angst. Und es hatte dann Gott sei Dank nur einen Kurzschluss und es ist nur die ganze Etage ohne Strom gewesen, wegen mir. Ne? Und ja, so viel dazu. Also auch deutsche Hersteller können irgendwo mal einen Fehler machen. Fehler machen können sie alle. Gut, dass das jetzt hier natürlich auch in den Luftkanal gekommen ist von der DS2, ist natürlich nicht so schön. Da gebe ich allen, die solche Geräte haben, recht. Das nächste ist, man hat in den USA ganz andere Methoden, die Geräte zu reinigen. Also das ist im Forum besprochen worden, dass man die mit Ozon reinigt. Und dieses Ozon soll dieses Dämmmaterial oder Isoliermaterial angegriffen haben. Ne? Und dann zersetzt haben, weil das dann miteinander reagiert hat. Aber das nur so ganz kurz am Rande. Ja, ich würde mein Gerät nie mit Ozon reinigen, egal welches Gerät ich hier habe. Sowas macht man ja noch in der Autobranche, setzt man ja Ozon ein, um Rauch aus dem Fahrzeug zu bekommen und das dann fälschlicherweise als Nichtraucherauto zu verkaufen, ne? Und dann hat man trotzdem ein riesen Brandloch im Sitz. Ja, nur mal so viel dazu. Da habe ich alles schon hinter mir. Da habe ich ein bisschen Ahnung von, Gott sei Dank. Und deshalb, da setzt man dann Ozon ein, um eben diese Gerüche aus den Fahrzeugen zu kriegen. Oder Hundegeruch oder sonstige Sachen. Aber in einem medizinischen Gerät, ja, hat Ozon nichts zu suchen. Ist meine Meinung. Gerade auch bei einem CPAP-Gerät. Ich weiß nicht, was man da reinigen will. Man kann den Filter rausnehmen. Den Wassertank sollte man sowieso täglich entleeren, dass sich da keine Fischchen drinne bilden oder Algen oder sonst was. Ne? Ansonsten hat man da nicht rein zu blasen oder zu pusten oder sonst was. Wenn man der Meinung ist, dass das Gerät verschmutzt ist, sollte man dann wirklich schon zum Hersteller gehen oder zum Versorger und sagen, ja, ich habe da Befürchtungen, sind Keime drin oder sowas, was aber nicht passieren wird. So viel dazu. Ja, also, nochmal. Die DS2, die es jetzt auf dem Markt gibt, also dieses schöne Gerät, was es, glaube ich, 2 oder 3 Jahre jetzt auf dem Markt ist, ist bedenkenlos einsetzbar, ja, weil es eben zertifizierte Dämmmaterialien drin hat, die im Labortest getestet wurden und. Diese schadhaften Sachen sind in diesen Geräten nicht mehr vorhanden, wurde mir mitgeteilt. Ja. Ich bekomme auch nochmal ein gesondertes Schreiben darüber. Wenn das Schreiben da ist, werde ich das natürlich in die Kamera halten bzw. vorlesen. Das muss ich noch sehen, wie die Zeit dann dazu ist. Also, wer eine DS2 haben will, nicht zum Spielen, ne, sondern ein CPAP- oder APAP-Gerät, kann bedenkenlos die neuen Geräte von Philips kaufen. Das kann ich so schon mal sagen. Wie gesagt, ich habe auch schon 2 Nächte geschlafen. Ich lebe noch, ich habe nichts im Hals. Spätfolgen kann man natürlich nie sagen. Nein, Quatsch. Das Gerät riecht nicht, das Gerät macht keine komischen Gerüche, das Gerät wird nicht zu heiß. Ja,
Auch das Netzteil wird nicht so heiß und und. Das kann ich schon mal so sagen, weil ich mein Gerät nicht nur eine Stunde benutze, sondern ich habe Schlafzeiten von 10 bis 12 Stunden, ne? Oder nee, 8 bis 10 Stunden so. Und ich habe das wirklich, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, auch dementsprechend ausprobiert. Man fasst das dann an, man guckt nach dem Netzteil und. Ja, aber es war nichts davon zu merken. Okay, das soll endlich mein kleines Video dazu gewesen sein. Das werde ich auch schnellstmöglich hochladen, damit ihr ein bisschen beruhigt seid. Also ihr könnt das Gerät kaufen, ne? Ich garantiere dafür natürlich nicht, ist klar. Ich habe nur nachgefragt und wollte euch das so mitteilen, dass da eben keine Bedenken mehr sind. Die älteren DS1 und die älteren DS2 gebraucht, würde ich persönlich nach dieser Sache natürlich die Finger von lassen. Ich würde dann lieber ein günstigeres Gerät, also was heißt günstiges? Nein, ich würde lieber dann ein neueres Gerät nehmen. Ja, bei KMT gibt es die relativ günstig, unter 700 Euro habe ich gesehen, kostet dieses Gerät, was ich hier habe. Ja, das APAP-Gerät, ja, Auto-CPAP-Gerät, kostet da unter 700 Euro mit Befeuchter, ne, ist damit dabei. Ja, und es ist sehr handlich und klein. Aber dazu später in einem anderen Video. Okay, das soll schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Lasst mir ein Abo da, drückt die Glocke. Umso mehr Abonnenten ich habe, umso mehr solche schönen Sachen kann ich euch zeigen, weil dann natürlich auch viel mehr gesponsert wird. Ne? Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Abonnenten dazu kämen. Es sind schon wirklich viele für den Kanal, den ich hier mache und was ich mache. Bin ich glücklich über die 1710, glaube ich, sind es jetzt mittlerweile Abonnenten. Möchte ich mich bei euch nochmal recht herzlich bedanken, dass ihr mir so die Treue haltet und dass immer wieder neue Leute dazukommen. Ne? Schauen tun meinen Kanal relativ viele, habe ich gemerkt. Nur die lassen alle kein Abo da, wahrscheinlich, weil sie meine Fratze nicht sehen wollen. Nein, Quatsch. Nur so viel mal ein bisschen Eigenwerbung machen ist ja auch nicht schlecht. Ne? Alles klar, macht's gut. Tschüss, euer Hermann.